Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Die aktuelle Zeitenergie. Tatsächlich sind wir in einer sehr besonderen Phase im Moment, wo wirklich das Alte abgebrochen wird, wo die hohen Energien deines Bewusstseins heutzutage, da wo du heute stehst, in dir all das triggern und hochbringen, was entlassen werden will, was altes Bewusstsein ist. Und das kann manchmal sehr wehtun, schwer sein, sehr heftig sein, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, so schlimm ist es überhaupt noch nie gewesen. Und wo der Verstand dich so richtig von einer in die andere Ecke rennen kann. Es ist ganz, ganz wesentlich zu verstehen. Mit dem Verstand kann ich nicht diskutieren. Mit der Angst kann ich nicht diskutieren. Ich muss drin stehen und beobachten, zulassen, abziehen lassen, durchziehen lassen. Und mitten da drinnen in meine innere Ruhe und meinen inneren Frieden finden. Meditation ist dazu das allerbeste Mittel, dass ich immer wieder aus den Situationen, die mich in die Panik und nach außen holen wollen, herausnehme und in die innere Ruhe bringe. Wenn du Panik hast, wenn du Angst vor etwas hast, dann geht es darum, das anzuschauen. Zu sehen, okay, mit Garantie sind es irgendwelche alten Glaubensmuster und sie zu entlassen. Zu entlassen, indem du sie erkennst, anschaust, zulässt und siehst, sie sind im Verstand gespeichert und ich muss aber diesen Gedanken, dieser Panik, diesen Dingen nicht folgen. Wenn du in dem Moment die Augen schließt, in die Ruhe kommst, in die Angst hineingehst, in die Panik hineingehst, schaust, wo sie in deinem Körper stattfindet, wahrnimmst, zulässt, beobachtest, drinnen stehst, mitten in der Herausforderung und mitten in der Herausforderung in die Akzeptanz kommst, fängst du an, diese Art von Matrix zu lösen. Das ist es, worauf es im Moment ankommt. Das ist es, was alles verändert. Wir sind in einer Phase, wo wir mehr und mehr erkennen, dass wir dieses Rollenspiel und dieser Verstand und das Leben, was wir hier spielen, nicht sind. Wir spielen da drinnen. Und genau das bringt uns in die Ruhe. Je mehr wir erkennen, wir sind das nicht. Wir sind das vollkommene Wesen, was Betrachter in uns ist, was Ruhe ist, was Frieden ist, was Stille ist, was Wissen ist, was über unser Herz erreichbar ist. Wenn wir erkennen, das ist es, was wir wirklich sind. Und da hinein shiften, kommt alles in die unendliche Ruhe. Und es ist also ganz, ganz normal, dass in diesem Prozess, wo wir mehr und mehr aus dem alten Bewusstsein, aus der alten Matrix und aus dem alten Zustand in unserem Leben von Dualität aussteigen wollen, dass wir erkennen müssen in der Situation, wow, jetzt bin ich mal wieder voll im Alten und jetzt lasse ich das mal zu und akzeptiere den ganzen Gurkensalat, stehe da drinnen und wandle durch die Akzeptanz und das Annehmen, drinnen stehen, in einen neuen Bewusstseinszustand.
Nur was durchgangen ist und entlassen ist an Alten, kann nicht wiederkommen. Wann immer dir etwas hochkommt in dir, dann ist es so, dass es jetzt Zeit ist, das zu entlassen. Es ist nicht alles viel schlimmer und es ist nicht alles noch viel furchtbarer und so weiter, sondern die Energien holen den Mist hoch in dir und außen, da innen und außen eins ist. Wenn du draußen die Situationen zuspitzen siehst, sich in der Welt, dann hat es damit zu tun, dass in dir die Dinge weiter hochkommen, sich außen entsprechend weiter dramatisch zuspitzen, und das ist nicht ein negativer, wie die Augen einem sagen wollen würden, der Verstand einem sagen möchte, Prozess, sondern ein positiver. Denn es kommt das, was krank ist, was nicht im Zusammenhang ist, was niedriges Bewusstsein ist, hoch, um entlassen werden zu werden, um neuen Platz zu machen in dir. Das ist im Grunde genommen nichts anderes wie mit deiner Krankheit. Und heute würde ich sagen, ich bin ja durch das schwere Rheuma hindurchgegangen, bin unbeschreiblich krank gewesen, habe unvorstellbare Schmerzen gehabt und habe da drinnen gelernt, in den Schmerzen, die noch viel heftiger sind, wie nur Gedanken, die heftig sind, kombiniert mit Schmerzen, und da nicht reingehen, sondern immer in das zu gehen, was ich wirklich haben will, die Krankheit von innen geheilt, und zwar restlos, ohne Medikamente, im Bewusstsein, und habe dadurch diesen Bewusstseinsshift machen können und bin dann in ein Leben eingestiegen, was schöner nicht hat sein können und was ich jetzt lebe, schon seit 5 Jahren. Der Punkt ist, es geht um Bewusstsein, es geht Wandel um Bewusstsein, und der Punkt ist, genau in den Schmerzen, in den schreienden Schmerzen vom Verstand, von der momentanen vielleicht Situation, in der du drinnen bist, auszusteigen. Und nicht mehr mitzuspielen und anstattdessen zu shiften, zu wandeln in die Ruhe in dir, in ein neues Bewusstsein. Die Führung aus dem Herzen ist das, was dir sagt, worum es wirklich geht, und zwar von Augenblick zu Augenblick, und das ist es, worauf es ankommt, hinzuhören. Der Verstand führt dich immer weiter in dieser Karussell, Autobahn, Dualität und Katastrophenwelt. Zu erkennen, wo bin ich gerade, geht ganz einfach. Wenn du deine Nasenlöcher jetzt im Moment fühlst, zum Beispiel, das kannst du jederzeit machen, dein linkes Nasenloch, also bei mir links ist hier, ja, bei dir auf der anderen Seite, mein linkes Nasenloch, wenn das frei ist, ist zur rechten Gehirnhälfte, zur Intuition geöffnet. Wenn dein rechtes Nasenloch frei ist, ist es zur linken Gehirnhälfte verbunden. Das bedeutet, rationell ist im Moment gerade im Fluss. Und wenn beide, wie bei mir jetzt gerade, beide voll offen sind und beide gleichzeitig, was selten passiert, nicht dauernd am Tag da ist, wenn beide gleichzeitig laufen, bedeutet es, dass ich in meiner Mitte, Balance und in meiner Angeschlossenheit bin. Damit kannst du zum Beispiel von jedem Moment an immer schauen, wo bin ich gerade. Es ist auch sehr interessant, in der Regel wachen wir auf, dass die linke Seite, das heißt die gerechte Gehirnhälfte, das heißt die Intuitionsseite, in der Nacht aktiv gewesen ist, und wir haben meistens, wenn wir morgens aufwachen und als erstes testen, die linke Seite frei. Musst du mal schauen. Und wenn du eben im Verstand bist und die rechte Seite frei ist und atmet von der Nase, dann ist es so, dass einfach der Zustand eben oft verstandesorientiert ist und mehr, ja, Angst zum Beispiel ist immer so, es zieht sich, zeigt sich immer in der Atmung, ich kann gar nicht mehr richtig tief atmen, ja, genau. Und da kannst du zum Beispiel testen, wo bin ich gerade drin, wenn du das nicht genau weißt. Und im nächsten Moment weiß man natürlich, wo man drinnen ist. Man weiß ja, ob man in seiner Balance ist oder eben nicht. Und es geht eben darum, im Chaos in die Balance zu kommen, und zwar immer mehr. Dazu geht auch geht jetzt am 8. Juni ein neuer Kurs los, grenzenlosen Segen befreien. Ja, alles dazu findest du hier drunter, wo es genau um diese Thematik geht, wie ich eben das von innen befreie. Jetzt, im Moment, wenn ich in den Schwierigkeiten bin, wie ich eigentlich meinen ganzen Fluss, meine 2 Atmungen, ja,
meine beiden Nasenlöcher gleichzeitig wieder atmen lassen kann und wirklich angeschlossen bin an mein geistiges Wesen und aus meinem Rollenwesen herauskomme. Also Friede, Ruhe und innere Balance ist nicht eine Außenangelegenheit, dass wir eine friedliche, ruhige Welt um uns herum haben, sondern es ist eine Innenangelegenheit, dass ich mit den Dingen anders umgehen kann, die außen mir begegnen und sie dadurch wandle. Das ist der Wandel im Bewusstsein, das ist ein notwendiger Schritt und ich kann gar nicht anders als, sage ich mal, immer wieder an Punkte ranzukommen, wenn die noch in mir drinnen sind und mich triggern können und aus der Ruhe bringen können, als durch diese Sachen hindurchgehen und genau dort zu lernen, aus dem Verstand zurück ins Herz zu gehen, mitten im Chaos, mitten im Durchgehen, mitten in den Schwierigkeiten, mitten in den Herausforderungen. Natürlich begegnen oder fallen uns nur die Stellen auf, die eben noch alt sind und nicht die, die neu sind. Ja, denn die neuen fließen ja. Und insofern ist es einfach so, und der Verstand macht immer aus jeder kleinen Geschichte eine riesengroße, dramatische Angelegenheit. Ja, wenn mir ein paar Mal wirkliche Schwierigkeiten vorkommen, macht der Verstand gleich eine ganz große Katastrophe draus. Und das sind alles Dinge, das muss ich einfach lernen. Ich muss den Verstand einfach durchziehen lassen, nicht mehr einhaken und mich dadurch immer mehr in mein inneres Wesen hineinbringen. Es ist einfach so, dass die Zeitqualität so ist, dass es bedingungslos ist. Und wo ich nicht shiften will, werde ich gezwungen. No matter what. Und der Punkt ist, es geht einfach darum, loszulassen aus der Kontrolle und der Führung des Verstandes, um aus der Führung deines wahren, weisen Wesens zu gehen. Was kann dein Verstand dafür, dass du atmest? Was kann dein Verstand dafür, dass deine Verdauung funktioniert? Was kann dein Verstand dafür, dass dein Blutkreislauf durch den ganzen Körper läuft und dein Herz arbeitet? Das sind nur ein paar wenige Dinge, die essentiell sind dafür, dass du leben kannst. Wenn der Verstand dort reinpfuschen würde, würde es nicht mehr funktionieren. Sie sind einfach da. Lerne, dass dein inneres Wesen da ist, dich führen will, dir das Leben erleichtert. Es geht nur darum, ihm die Führung zu übergeben und zu vertrauen, nach innen zu vertrauen und zu gehen entsprechend. Und das Leben wird leichter. Der Computer ist offensichtlich auch meiner Meinung. Der kommentiert, aber es ist herrlich. Okay, in diesem Sinne, ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du dieses Video so weit wie möglich verteilst, likest, deine Kommentare drunter setzt und mir damit hilfst, dass es auf YouTube verbreitet wird, worauf es jetzt ankommt. Und ich danke dir und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal. Bis dann.